Kiew befürchtet, dass Russland demnächst nicht nur mit iranischen Drohnen E-Werke und Stromleitungen angreift, sondern auch mit Mittelstreckenraketen aus dem Iran. Dagegen gäbe es bisher kaum Abwehrmöglichkeiten, so das ukrainische Militär. Seit mehr als 3 Wochen bombardiert Russland die zivile Infrastruktur des Landes. Trinkwasser und vor allem Strom wird knapp. Es gibt fast täglich Stromsperren. Und immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer sterben bei diesen völkerrechtswidrigen Angriffen. In der Nacht treffen russische Raketen die südukrainische Hafenstadt Mykolaiv. Wohnungen und ein Schulkomplex werden zerstört. Für eine alte Frau kommt jede Hilfe zu spät. Ich denke, Russland hat ein Hauptziel, die ukrainische Nation und ihren Genpool zu zerstören. Unsere Kinder sollen nicht lernen, wir Lehrer nicht lehren können. Russland will uns von der Landkarte streichen. Ich weiß nicht warum, aber aus meiner Sicht wollen sie jeden Einzelnen von uns vernichten. Ähnlich beschreibt der Kiewer Bürgermeister Russlands Ziele im DW-Interview. Sie brauchen Territorium, Eigentum, ein Land ohne Bürger. Sie brauchen eine Ukraine ohne Ukrainer. Nach den gezielten russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur am Montag kann Klitschko berichten, dass die Strom- und Wasserversorgung wiederhergestellt ist. Dennoch müssten alle weiter mit Versorgungsengpässen rechnen. Nicht nur in Kiew, denn russische Raketen zielen auf die Energieversorgung in vielen Regionen. Hier in Saporischschja sitzen sie im Dunkeln, nachdem russische Raketen das Wasserkraftwerk ins Visier nahmen. Ich glaube, sie wollen unser Volk töten, sie wollen, dass wir verschwinden. Und weil sich niemand ergibt, rächen sie sich. Nach ukrainischen Angaben wurde im vergangenen Monat rund ein Drittel ihrer Elektrizitätswerke zerstört, verheerend mit Blick auf den kommenden Winter. Inzwischen versucht der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Region Cherson, Angst vor der ukrainischen Gegenoffensive zu schüren. Bis zu 70.000 weitere Menschen sollten umgesiedelt werden. Weil die Ukraine einen massiven Raketenangriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka plane und damit die Region überschwemmt werden könnte. Kiew spricht von einer Verschleppung seiner Bürger. Anderen Vorwürfen aus Moskau geht jetzt die internationale Atomenergiebehörde IAEO vor Ort nach. Russland behauptet, Kiew baue an einer sogenannten schmutzigen, einer mit radioaktivem Material bestückten konventionellen Bombe. Noch im Wochenverlauf will IAEO-Chef Rafael Grossi erste Ergebnisse der Überprüfung mitteilen. Nick Connolly ist DW-Reporter in Kiew. Nick, könnte irgendetwas dran sein an Moskaus Vorwurf einer schmutzigen Bombe? Also bisher haben wir da keine Indizien dafür und die meisten Experten, die meisten, die sich damit auseinandersetzen, sind eher der Meinung, dass es sich hier um eine Kommunikationsstrategie des Kremls handelt, ein Versuch, besonders in Europa Ängste zu schüren und dafür zu sorgen, dass weniger Unterstützung für die Ukraine fließt, dass man die Ukraine dazu zwingt, zu russischen Bedingungen zu verhandeln. Das allerwichtigste hier Detail ist auch, dass die Ukraine einfach schlichtweg keine Raketen hätte, die eine solche dreckige, beschmutzige Bombe auf russisches Gebiet bringen würde. Also das wäre letztendlich eine Bombe, die auf ukrainischem Staatsgebiet explodieren würde, die auch ukrainisches Gebiet verseuchen würde. Also bisher gibt es da keine wirklichen Anhaltspunkte dafür, dass es für die Ukraine von Vorteil wäre, sowas zu machen. Kommen wir zu den eigentlichen Kriegsverbrechen Russlands zurück. 30-40% der E-Werke sind kaputt. Müssen die Ukraine Angst haben, im Winter zu erfrieren? Also es ist eine sehr schwierige Situation. Bisher geht es noch. Man muss sich noch daran erinnern, dass Millionen Ukrainer, Ukrainerinnen das Land verlassen haben. Auch die Industrie liegt weitestgehend brach. Das hat dazu geführt, dass der Bedarf des Landes deutlich gesunken ist. Schwierig wird es bei der Verteilungsinfrastruktur. Da ist einiges zerstört worden. Also Strom wird eigentlich noch gerade genug produziert. Aber es geht einfach darum, diesen Strom über das Land zu verteilen und immer wieder jede Woche neu zu reparieren. Es gab heute die Information seitens der Infrastrukturbehörde hier, die meinten, dass jetzt die Vorräte zu Ende seien, was jetzt Ersatzteile betrifft und dass alle weiteren Renovierungsarbeiten letztendlich nur mit Ersatzteilen aus dem Ausland möglich sein werden. Mhm. Können diese russischen Angriffe auch den Verlauf des Krieges beeinflussen?
Also was wir auf den Fronten sehen, ist bisher eher nur weitere ukrainische Vordrängen, ein weitere Erfolge. Es ist natürlich die Hoffnung im Kreml, dass auch diese Angriffe auf die Infrastruktur letztendlich zu einem Knick in der Wahrnehmung der ukrainischen Bevölkerung führen werden, dass es Druck geben wird seitens der Zivilisten auf die Regierung, Eingeständnis zu machen gegenüber den Russen. Bisher sehen wir eher das Gegenteil. Die Leute sind wütend, die Leute sind verzweifelt, aber auch irgendwie verbunden in diesen Schwierigkeiten. Die Leute sitzen bei den Raketenangriffen zusammen in der U-Bahn beziehungsweise planen, wie sie ihre Wäsche waschen, zu welchen Zeiten, wann Strom dann tatsächlich vorhanden sein wird. Ich sehe bisher keinen Indiz, kein Anzeichen dafür, dass die Leute wirklich die Hoffnung aufgeben würden. Es ist eher so, dass hier in Kiew und auch in anderen Städten relativ weit weg von der Front dieses Gefühl der Zugehörigkeit, auch der Teilnahme an dem Krieg nochmal dadurch verstärkt wird. Nick, vielen Dank fürs Erste schon mal. Wir reden gleich noch weiter. Neben Ukrainern und Russen kämpfen in der Ukraine Soldaten und Söldner aus vielen verschiedenen Ländern, zum Teil für Geld, zum Teil auch aus Überzeugung. Darunter sind auch Tschetschenen auf beiden Seiten der Kriegsparteien. Tschetscheniens Machthaber Kadyrov hat Soldaten geschickt, um Russland zu helfen. Für die Ukraine wiederum kämpft ein Bataillon, das sich nach einem tschetschenischen Unabhängigkeitsführer benennt und mittlerweile militärische Heimat nicht nur für Tschetschenen ist. Ein Gebäude wird erstürmt. Die Rekruten des ukrainischen Jocha-Dudajew-Bataillons üben den Ernstfall. Es sind Tschetschenen, die freiwillig für die Ukraine kämpfen. Sie sind oft die Ersten, die in die neu eroberten Gebiete eindringen. Unsere Aufgabe ist es, das Gebiet zu stürmen und zu räumen. Danach kommen andere Gruppen und erledigen ihre Arbeit. Maga, wie er sich selbst nennt, ist in Tschetschenien geboren, aber in Europa aufgewachsen. Er sagt, er habe immer davon geträumt, gegen Russland zu kämpfen. Nachdem Putin die Krim annektiert und Stellvertreter im Donbass eingesetzt hatte, zog Maga in die Ukraine. Er trat dem Bataillon bei, das die Farben der tschetschenischen Unabhängigkeit trägt und den Namen seines Helden Jucha Dudajew. Das geht schon seit Generationen so. Mein Vater kämpfte im Ersten und Zweiten Tschetschenienkrieg in den 1990er Jahren gegen Russland. Und ich muss diesen Kampf fortsetzen. Letzten Monat gehörte das Bataillon zu den Ersten, die in die Stadt Izium eindrangen. Der Kampf der tschetschenischen Freiwilligen für die Ukraine wird von vielen von ihnen als Teil eines größeren Kampfes gegen Russland betrachtet. Wir wollen nach Hause. Wir wollen unser Land befreien. Nach der Ukraine werden wir wieder nach Hause gehen. Diese Tschetschenen sind gegen Russland, aber es gibt auch Tschetschenen, die auf der anderen Seite kämpfen. Milizen, die von Ramzan Kadyrov geschickt wurden, dem Putin-Getreuen, der Tschetschenien mit eiserner Hand regiert. Das Dudajew-Bataillon ist stolz auf seine Wurzeln. Aber neue Rekruten müssen nicht unbedingt Tschetschenen sein. Auch Ukrainer kämpfen hier mit. Sie erhalten weder eine offizielle Ausbildung noch eine Bezahlung. Das Bataillon ist auf Spenden angewiesen und auf ihren eigenen Enthusiasmus. Man kann eine Menge über den Krieg lernen. Aber was zählt, ist, dass man es praktisch anwendet. Im Moment des Kampfes schwanken manche Menschen, sind unsicher. Deshalb ist es das Wichtigste, eine starke Motivation zu haben, eine starke Idee. Die Gruppe hat die Front vorerst verlassen. Sie warten auf neue Anweisungen. Sie werden weiterkämpfen, denn sie betrachten diesen Kampf auch als den ihren, als Kampf gegen die russische Aggression. Nick Connolly, unser Korrespondent in Kiew, ist noch weiter bei uns. Nick, wir erinnern uns noch gut an das Azov-Regiment in Mariupol, dessen rechtsradikale Ursprünge erst umstritten waren, die dann aber für viele zu Helden bei der Verteidigung der Stadt wurden. Was hat es jetzt mit diesem tschetschenischen Bataillon auf sich?
Also es handelt sich hier um Tschetschenen, die hauptsächlich in Europa im Exil aufgewachsen und gelebt haben, zumindest die letzten Jahrzehnte. Manche leben auch in der Ukraine schon längere Zeit. Sie haben hier als Aufgabe, wie Sie das sehen, die Unabhängigkeit der Ukraine vor Russland zu verteidigen, in der Hoffnung, dann später auch Tschetschenien unabhängig machen zu können. Das war ja der Kampf, den in den 90er Jahren geführt wurde, Anfang der 2000er. Der wurde dann zu Ende geführt, als Wladimir Putin dann mit Hilfe von sehr, sehr viel Geld und auch brachialer Gewalt und auch, ja, wie viele sagen, Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung da in Grozny für Ruhe gesorgt hat und auch letztendlich diesen Kadyrov-Clan für sich gekauft hat, mit großen Privilegien und viel Geld fügig gemacht hat. Und diese Kadyrov-Regierung in Tschetschenien ist für viele dieser Tschetschenen auch der Hauptfeind. Sie hoffen, dass, wenn Russland geschwächt aus diesem Krieg hier in der Ukraine geht, dass möglicherweise auch die russischen Grenzen nochmal sich verändern werden, dass da viele der sogenannten nationalen Republiken innerhalb der russischen Föderation vielleicht auch unabhängig werden könnten. Gucken wir aufs große Ganze. Wie wichtig sind die ausländischen Kämpfer für die Ukraine insgesamt? Also von den Zahlen hier haben wir da wenig Indizien. Es wird alles sehr geheim gehalten, um was für ein Phänomen es sich jetzt handelt, wirklich in der Masse. Aber es gibt zwei wichtige Punkte. Am Anfang war es einfach sehr wichtig für die Ukrainer zu sehen, dass es Interesse aus dem Ausland gibt, dass es Solidarität gibt, dass dieser Konflikt quasi andere interessiert und dass die Ukraine nicht alleine gelassen werden. Und auch viele, die aus NATO-Armeen kamen, die beispielsweise auch vielleicht in Georgien 2008 gegen Russland gekämpft haben und auch westliche Rüstungssysteme gut kennen. Das ist natürlich ein Wissenstransfer, der wirklich erheblich dazu beigetragen hat, dass die Ukraine so schnell mit den ganzen Waffenlieferungen aus dem Westen klargekommen ist. Also es ist wirklich ein nicht zu überschätzender Faktor und einer, der hier auch sehr präsent ist in der Wahrnehmung in der Ukraine. Vielen Dank, Nick Connolly.